Und weiter geht's bei Xenoblade Chronicles 3. Wir sind wieder in Kolonie 9 zurückgereist. Und wollen hier mit, wie heißt das, Sif? Lenny. So heißt er, nicht Sif. Ach nee, genau, Sif war in Lambda, glaube ich, ne? So. Kollege Schnürschuh, was hier los? Komm, da ist ein Streit zwischen Eastman und Dirger. Selbst ihr habt davon gehört? Und jetzt seid ihr hier, weil ihr euch Sorgen um mich macht. Ist nicht nötig. Es war keine große Sache. Ich hatte Eilis bloß um einen Gefallen gebeten. Da kam Eastman vorbei und wollte wissen, worum es geht. Als sie es nicht sagen wollte, ist er ausgeflippt. Ah. Okay. Es könnte die Zukunft von Kolonie 9 beeinflussen. Also, ich hatte neulich über mein verstorbenes Team nachgedacht. Da fiel mir ein, dass Marlon mal ein Ausrüstungsstück gefunden hat, das ihr zufolge weder von Kevis noch von Agnes kam. Sowas könnte Kolonie 9 doch zugutekommen. Wer weiß, was diese unbekannte Militärausrüstung für Geheimnisse birgt. Tja, und da dachte ich mir, Eilis könnte doch in ihrem Livnis danach suchen gehen, also habe ich sie gefragt. Hm. Ich hätte da eine Idee, woher diese Ausrüstung wohl stammt. Stimmt irgendwas von dem Verlorenen. Wir sollten danach suchen, okay? Ich schicke euch ihre Koordinaten auf die Iris. Gut, macht das. So. 240 Meter die Richtung. Ja gut, nee, da ist kein Reisepunkt oder irgendwas in der Nähe. Da müssen wir wohl mal zu Fuß hintigern. Was haben wir hier? Theoretisch steht im Lehrbuch doch was über Landwirtschaft. Ja, aber nur die Theorie, nicht die Praxis. Läppische zwei Seiten. Tja. Na ja, du, also sagen wir mal ganz überspitzt, wahrscheinlich steht da drin, ne? Grabe Löcher, pflanze Samen, bewässere sie, lass wachsen. Wäre jetzt meine Vermutung, dass sowas da in dem Buch steht. Beziehungsweise in den Büchern. Aber gut, schauen wir mal. Topographical Info-Update. Mhm. So. Alice. Überraschung. Erschreck mich doch nicht so. Habt ihr etwa mit Lenny gesprochen? Vielleicht. Vielleicht, ganz vielleicht. Und das hier ist die Ausrüstung, die er meinte. Yep. Die stammt definitiv von den Verlorenen. Klingt ja, als wüsstet ihr was darüber. Ein bisschen. Ich habe sie jedenfalls schon überprüft, bevor ihr hier angekommen seid. Aber nichts davon wird uns von Nutzen sein. Und es sind auch keine Hinweise dazu zu finden, wem sie mal gehört hat. Wie auch immer, das Ganze ist so mysteriös, dass ich es lieber Roald berichten werde. Gute Idee, macht das. Wir sollten das Zeug nicht einfach so herumliegen lassen. Wollen wir es wieder vergraben? Oder in die City bringen? Ist das nicht? Das sollten wir Lenny erzählen. Hä? Oh, so that's how they're doing. Warum dat? Is that what I think it is? Warum eine Schlüsselkarte? So, hep. Okay, dann wieder zurück. Und dann erzählen wir ihm was über die Schlüsselkarte. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, was haben wir hier für Gemüse? Bei Kürbis. Lila Ringholz. Nein. So, Lenny, ich hab da was. Fumm. Und, was meint ihr? Wir konnten bestätigen, dass die Ausrüstung aus der City stammt. Sie muss einem Verlorenen gehört haben. Ich schätze, das ist nicht wirklich, was du dir erhofft hattest. Stehe, was soll's. Das einzig Interessante dort war diese Karte hier. Damit kann ich nicht viel anfangen, aber vielleicht findet ihr mehr heraus, wenn ihr den Ort findet, wo der Tote herkam. Ihr solltet sie behalten.
Trotzdem danke für die Hilfe. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Ich schätze, ich sollte jetzt mal zu Eastman gehen und mich mit ihm aussprechen. Gut. Auch erledigt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Hier ist doch noch eine Quest. Leiden eines Wegweisers. Okay. Unterkünfte, Moment, Kantine. Na komm, kurze Schnellreise dahin. Das ist wahrscheinlich wirklich schneller, als wenn ich da zu Fuß hin tigere. So, mal kurz gucken. Habe ich das schon gelernt? Nee, habe ich natürlich nicht. Erhöhte Klassenpunkte. Naja. Dann mal los. Delicious. Delicious. Wonderful. Rachenpeinbohnen. Mhm. So, was haben wir hier eigentlich alles wieder mittlerweile? Mhm. Quest, Quest. Quest. Jo, das ist mit Rico und Manana. Okay. Das geht ja noch. Hier. Ah, nee, doch bei Roald. Hallo, sprich mit ihm. Wir wollten dich mal über Url ausfragen und allgemein über die Stimmung hier in letzter Zeit. Url? Url weigert sich nämlich, die Wegweiser-Zeremonie durchzuführen und deshalb sind alle nicht gut auf ihn zu sprechen. Hm, haben sowas schon mal gesehen. Anscheinend jetzt gerade. Um genau zu sein, hat er nur was dagegen, die Zeremonie in Anwesenheit anderer durchzuführen. Das habe ich zumindest von Carrie gehört, die als seine Eskorte eingeteilt ist. Heute ist Url mal wieder verschwunden. Ich bin sicher, er führt irgendwo klammheimlich die Zeremonie durch. Hä? Okay. Hast du eine Ahnung, wo er stecken könnte? Auf dem Villiera-Hügel, denke ich. Aha. Okay, sollen wir ihn mal direkt fragen? Yep, alles klar. Auf zum Villiera-Hügel. Wo auch immer der ist. So, sehe ich hier irgendwie. Halt, Moment, das hier? Vergessene Vorräte? Nee. Leiden eines Wegweisers. Yep, das ist er. Dann einmal da Schnellreise hin. Und dann die Richtung. Da oben müsste das gewesen sein. Mhm. Oh, Moment, da rechts ist auch irgendwo ein Fragezeichen. Auch interessant. So, hier. Da steht er doch, ne? Oder sie? Carrie. Carrie, wo ist Url? Wart ihr nicht zusammen? Ihr kommt keine Sekunde zu früh. Könnt ihr mir helfen, ihn zu suchen? Wir waren hierher gekommen, um einer Kameradin den Weg zu weisen, die im letzten Kampf ums Leben gekommen war. Dann haben Idis und Lenny nach mir gerufen. Und während ich mit ihnen gesprochen habe, ist Url einfach abgehauen. Als er die Wegweiser-Melodie gespielt hat, sind keine Partikel erschienen, wie sonst immer. Ich glaube, es war ihm peinlich, dass Alice und Lenny das gesehen hatten. Hä? Verstehe ich, warum Url die Zeremonie nicht mehr durchführen wollte. Könnt ihr mir bitte helfen, ihn zu finden? Nö, mach schon Scheiß alleine. Na sicher, Mann. Alice beim Wasserfall östlich des Villiera-Hügels und Lenny beim Markstein Kamos. Mhm. Falls wir ihn finden, geben wir das sofort durch. Okay, jetzt will ich mir das erstmal als... Ne? Ja, aktiv setzen, so. Wait, what? Da muss ich hin, okay. Kurz gekickt. Oh, ja, nee, das ist in Niemandsland. Da gibt's noch keinen Wegpunkt hin, na gut. Aber dann lerne ich wenigstens mal ein bisschen die Map wieder kennen.
Und was vor allen Dingen auch wichtig ist, finde ich, hier, das Ding ist in der Nähe von dem Missionsereignis. Das heißt, das werde ich mir auch mal angucken. Aber. So. Was bist du eigentlich für ein großer Affe? Was für ein Level? Keine Ahnung. Wird nicht angezeigt, ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Oh, halt, Moment, hier war doch. Hier ist irgendwo, hä? Ah, hier. Okay. Da kümmern wir uns mal kurz drum, würde ich sagen. So, haben wir das auch. Geh weg, Krabberich. Aber heißt schon Krabberich, ne? Yep. So, da oben ist der erste Punkt. Markstein Kamos. Hey, Lady, so sieht man sich wieder. Ich habe gehört, ihr sucht auch nach Uel. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte, wo er sein könnte? Nein, nichts. Und ich habe jetzt schon die gesamte Umgebung hier abgesucht. Langsam bin ich mir sicher, dass er nicht hier in der Gegend ist. Vielleicht ist er schon auf dem Rückweg nach Kolonie 9. Das ist definitiv möglich. Okay. Einmal noch die Richtung. Jetzt muss ich aber unten lang, ne? Jo. So, Ah, großer Gorilla. Stufe, ja, 76, 77, 78 da hinten. Jawollo. Suppi. So, Alice, was ist mit dir? Alice, wie es aussieht, hast du Uel auch noch nicht gefunden. Ach, ihr helft auch bei der Suche? Jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, bringt er zum Ausdruck, wie sehr er sich wünscht, dass niemand umkommen würde. Ich hoffe mal, er ist jetzt nur losgegangen, um viel Glücklee zu sammeln. Oh oh. Oha, Stufe 79. Stufe 80. Ja. Gut, ne? Dann gehen wir nochmal kurz in eine andere Richtung. Besprich etwas an einem Rastpunkt. Wo haben wir denn hier einen? Da. Beim Hügelwrack. We could do with some food. Nee, halt, besprechen. Where should I start? So. Uel scheint sich ja echt in Luft aufgelöst zu haben. Die halbe Kolonie sucht nach ihm, aber keine Spur. Wir haben ja überlegt, ob er schon auf dem Rückweg vom Villiera-Hügel nach Kolonie 9 ist. Vielleicht sollten wir irgendwo nach ihm suchen, wo Vierglückklee wächst. Also zwischen Kolonie 9 und dem Alfeto-Tal wächst meines Wissens nach keiner. Muss also zwischen Tal und Kimaris-Hochland sein. Mhm. Okay. Wo auch immer das ist. Und dann kann ich gleich nochmal... Oder? Bringt das jetzt was? Ach, nee. So. Hier. Zack. Einmal schnell Reise nach da, bitte. Kimaris Hochland. So, und halt die Richtung weiter. So. Bin ich ja mal gespannt, was wir gleich da vorne haben. Ob er da wirklich ist. Oder sie. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Well.
hast du 4 Glücklinge gefunden. Carrie und die anderen machen sich Sorgen um dich. Dann hat sie euch sicher alles erzählt. Ich bin ein Versager. Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Warum denkst du das? Weil ich nicht zum Wegweiser tauge. Nachdem ich an deiner Stelle Wegweiser geworden war, da habe ich allen Gefallenen den Weg gewiesen. Ich habe Respekt und Ehrfurcht im Herzen gespürt, so wie es sein soll. Aber als ihr dann die Flammenuhr zerstört habt, da habe ich plötzlich gedacht, wofür geben die Leute eigentlich ihr Leben? Anstelle von Respekt und Ehrfurcht trat Mitleid und Bedauern. Ich habe versucht, das auszublenden, aber es ging nicht. Und auf einmal habe ich bemerkt, dass beim Spielen der Melodie keine Partikel mehr aufstiegen. Das heißt, es steht fest, ich kann meinen Kameraden nicht mehr den Weg weisen. Zuerst habe ich das geheim gehalten, aber jetzt, wo es herausgekommen ist, kann ich unmöglich nach Kolonie 9 zurückkehren. Nee, früher war alles besser, mit Sicherheit nicht, nutze andere Gefühle. Es gibt viele Gefühle, auf die man sich beim Wegweisen stützen kann. Zum Beispiel Dankbarkeit. Warum habe ich das noch nie betrachtet? Als Wegweiser ist es unsere Aufgabe, Gefühle zu übermitteln. Das Entscheidende ist gar nicht das Wegweisen selbst, sondern das Vermitteln der Gefühle. Du musst deine eigene Antwort finden. Aber das musst du nicht allein tun. Als allererstes solltest du offen und ehrlich mit den anderen in Kolonie 9 reden. Okay, aber mir fehlt noch der Mut, offen mit allen zu reden. Ich sollte mich erst nochmal mit Carrie unterhalten. Mach das. Good to add more names. So. Wohin jetzt? Halt. Dahin, okay. Zack, einmal wieder Schnellreise zurück. So, da oben sind sie wieder. Oh, beide Fresse, was ist los? So. So, da sind sie ja alle. Yay! Freude, Freude. Wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn dir was zugestoßen wäre. Jetzt fahr ihn doch nicht so an, sondern hör dir erstmal seine Seite an. Oh. Ich gehe in den Mangel. Aber... Carrie, ich kann nicht mehr als Wegweiser arbeiten. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich von nun an tun werde. Ich muss mir erstmal ganz darüber klar werden, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich darf ich mich nicht länger verstecken. Ich muss ganz Kolonie 9 sagen, dass ich nicht mehr den Weg weisen kann. Ich habe mit Noah und den anderen geredet und da ist mir das absolut klar geworden. Wegweiser zu sein ist etwas, bei dem man mit Herz und Seele dabei sein muss. Heimlichtuerei passt nicht dazu. Mit euch Wegweisern hat man seine liebe Mühe. Aber es ist die Mühe wert. Also kümmere dich einfach ein bisschen um ihn, ja? Natürlich, das versteht sich doch von selbst. Immerhin bin ich seine Eskorte. So, das war's. Gut. Chapeau. Leiden eines Wegweisers. Yay, 3 Sterne. Cool. So, haben wir hier noch was? Hier ist was. Vergessene Vorräte. Ab dafür. Alfetotal. Ich meine gerade, Alfetotal, da fing, glaube ich, damals unsere Reise an. Kann das sein?
oder wurden wir ins Alfetotal geschickt zu der Schlacht, kurz bevor wir Ouroboros geworden sind, irgendwie sowas. So, die sollen sich da ruhig verkloppen. Habe ich keine Schmerzen mit. Wait a minute. Moment. Erstmal Äther, okay. Nehmen wir. Dankeschön. Und jetzt? Moment, wie komme ich denn da hin? Da geht es ja anscheinend auch nicht lang, außer vielleicht da ganz oben, aber hä? Die ist jetzt merkwürdig. Moment, zack. Was haben wir hier? Vergessene Vorräte war das. Also, dafür musste ich was sammeln, ne? Jep, Schlossgarde lassen wir noch. Die Krise von Kolonie 9. Vergessene Vorräte. Hier, jo, das ist es. Auf aktiv setzen. So. Aha. Okay, wo will der lang? Da, oh, da ist auch wieder Stufe 61, 62. So. Aha. So, wo willst du lang? Ach so. Hä? Alter, ich muss jetzt aber nicht von hier nach da, oder was? Okay, Moment. Jetzt gehe ich erstmal nach... Ach nee, hier war ja... hier war das große... Der große Affe. Ah. Und ist da drüben wäre noch was, aber... Das wird mir auch nicht weiterhelfen, ne? Okay, ich folge mal dem Navi hier. Wo will mich das langführen? So ganz... Schauen wir mal. So, hier lang, okay. The skies have cleared. Okay. Oben ist auch ein Container, wie auch immer man da hinkommt. Hier rechts? Wo will der lang? Okay, hier rum ist klar. Dann wieder da vorne links. Also du willst hier irgendwie lang. So, mal gucken. Will er hier jetzt weiter Richtung Süden oder irgendwas? Jo. Okay. Alter, wie kommen wir denn da hin? Oh, hier runter. Oh, das wird wehtun. Oh, großer Gorilla. Okay, wo ist die Navi-Linie hin? So, hier ist nochmal ein Feld. Kann ja interessant werden. So, hier ist noch ein Container. Ab dafür. Opa, und Silbermünzen. Chapeau. So, Navigation aktiv. Ja, Alter. Da geht's lang, okay.
Ups. Oh, Affe kommt in unsere Richtung. So, da im Fluss nach links. Nee, da einmal rüber, okay. Oh, lass mich. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Auf dich habe ich ja gar keinen Bock. Vielleicht irgendwann später mal. Wenn ich denn wirklich mal Level 80 schaffe. So. Hm. Ah, und Moment, da hochklettern, oder? Wo geht's lang? Das könnte glatt sein. So wie der Weg sich anfühlt. Ach, dann nicht. So, jetzt läuft er automatisch. So. Hey, get a load of this. We should be able to climb up with that. Da, da klettern wir gleich hoch. Das wird ja lustig. Na gut, dann schauen wir mal. In der nächsten Folge geht's dann weiter hier durch Stock und Stein.